Hast du dich jemals gefragt, warum so viele Beziehungen scheitern? Warum Paare, die erst unzertrennlich waren, plötzlich getrennte Wege gehen? Heute besprechen wir die vier häufigsten Gründe, warum Beziehungen scheitern. Aber vor allem möchte ich darauf hinweisen, wie du diese, ich nenne sie mal Fallen, vermeiden kannst, damit deine Beziehung, deine jetzige und auch deine zukünftigen, wirklich aufblühen und ihr euch auf Augenhöhe und in einer erfüllten Beziehung wiederfindet. Ja, Beziehungen können wunderschön sein, aber sie sind doch verdammt nochmal herausfordernd. Denn häufig gehen sie einher mit Missverständnissen, Erwartungen und unbewussten Beziehungsmustern. Doch es gibt Wege, diese Hindernisse zu überwinden, wenn man weiß, worauf man achten soll. Der erste Grund, warum viele Beziehungen scheitern, ist, weil sie diskutieren, wenn sie noch in der Emotion sind. Was meine ich damit? Wenn wir eine Auseinandersetzung haben, das klassische Bild ist, du hast den Abwasch nicht gemacht, immer machst du den gleichen Fehler, immer bist du nie für mich da, was soll das denn? Ja, wie man an meiner Stimme hört, man ist sehr in der Emotion. Und man könnte jetzt sagen, es ist eine Auseinandersetzung. Allerdings ist genau das Gegenteil der Fall. Denn eine Auseinandersetzung, und bitte nehmt das Wort wortwörtlich, heißt, setzt euch auseinander. Physisch. Wenn die Emotionen hochkochen, dann geht es jetzt darum, Abstand, physischen Abstand zu suchen, damit ihr nicht Dinge sagt, die ihr bereuen werdet. Doch viele Paare sind so von ihren Emotionen überwältigt und wissen nicht, wohin damit, dass sie anfangen, ihren Partner in der Emotion zu überschütten mit du machst das immer, du bist falsch, du tust falsche Dinge, ja, ich gehe jetzt, mit Drohung kommen sie auch noch. Ja, wir sagen Dinge, die erstmal A, völlig überspitzt sind und die wir vielleicht B, bereuen werden, weil das in einer Woche, in einem Jahr, nach 10 Jahren, einem noch immer vorgeworfen werden kann. Von wegen, du hast damals an der Geschirrspülmaschine gesagt, dass du dich trennen wirst, wenn ich das nicht mache. Und naja, und dann kommen auf einmal diese ganzen alten Geschichten hoch, die ja gar nicht so ernst gemeint waren, die völlig überspitzt waren, weil, wie gesagt, man in der Emotion war. Und darum muss man wirklich achten. Viele Paare merken nicht, wie tief dieses Problem sitzt, dass wir nicht uns wirklich auseinandersetzen, sondern dass wir aus der Emotion sprechen. Und wenn wir in der Emotion sind, dann darf man sich vorstellen, dass man in dem Moment wie ein inneres Kind handelt. Also dein verletztes Ich, was damals vielleicht nicht gesehen wurde, ja, welches 5 Jahre oder 6 Jahre alt war, kommt dann nach vorne und schreit rum, du hast mich nicht gesehen. Ja, also da bitte darauf achten, dass wenn du in der Emotion bist, du am besten deinen Mund hältst und deinem Partner sagst, hey, ich bin gerade emotional und bevor ich irgendwas sage, was ich später bereuen werde oder was verletzend ist, suche ich jetzt die Auseinandersetzung und setze mich physisch von dir entfernt weg, damit wir danach, wenn die Emotionen abgekocht sind, uns wieder auf Augenebene treffen können. Und dann kannst du deinem Partner auch viel besser sagen, was eigentlich der wahre Grund war. Zum Beispiel, dass du dich nicht gesehen fühlst, dass du dich im Mangel fühlst, dass du das Gefühl hast, du hast nicht genug Zeit für dich. Ja, also die wahren Gründe kommen dann nach vorne und du kannst sie auf eine Art und Weise artikulieren, dass dein Partner sich nicht in die Verteidigung geht, ne, und angegriffen fühlt, sondern dass er wirklich auch zuhören kann. Also, erster Tipp, suche die Auseinandersetzung physisch und redet nicht, wenn ihr in der Emotion seid. Ein weiteres Hindernis in Beziehung ist die Tatsache, dass vielleicht eine oder zwar beide Personen an einer Beziehung ein geringes Selbstwertgefühl haben, ja, geringe Selbstliebe. Und das zeigt sich dann gerne in unterschiedlichen Ausprägungen. Bei dem einen kann es sein, dass wenn die Liebe für einen selbst nicht da ist, dass man sich abhängig macht von dem Partner, die sogenannte Co-Abhängigkeit. Ja, es gibt eine gesunde und es gibt eine ungesunde. Aber wenn wir eine geringe Selbstliebe haben, fangen wir an,
uns zu verbiegen, unsere eigenen Gedanken, Emotionen, aber auch Bedürfnisse zurückzustellen und uns anzupassen an den Partner. Ja? Was macht er, was findet er toll, was braucht er? Und sich dann anzupassen und gar nicht auf sich selbst Acht zu geben. Und man unbewusst und bewusst übertritt man dann seine eigenen Grenzen, ja? Weil man anfängt, sich selbst zu verlieren, auch nicht weiß wirklich, wer man ist. Und dann wird man eben ungesund co-abhängig. Und das führt dazu, dass auch der Partner gar nicht dich kennenlernt und auch eine Fälschung von dir anfängt zu sehen, an die er dann vielleicht auch merkt, irgendwie ist das gar nicht mehr die authentische, lachende, strahlende Person, sondern sie ist ja quasi nur noch verbogen. Eine andere Ausprägung, wie eine geringe Selbstliebe sich zeigen kann, ist, eine Person sucht Bestätigung im Außen, ja. Um sich selbstwert zu fühlen, sucht sie dann ein Flirt, ja, da mal vielleicht eine Affäre, ja. Also sie sucht auf eine falsche Art und Weise Bestätigung, damit sie sich besser fühlt. Und das ist natürlich auch etwas, was eine Beziehung schaden wird, denn du möchtest sicherlich nicht, dass dein Partner fremd geht. Eine andere Ausprägung wäre, wenn Menschen auch da wieder Bestätigung im Außen suchen. Und das kriegen sie am besten, wenn sie den Partner erniedrigen und sagen, ja, also du bist ja echt, dein Intelligenzquotient ist aber nicht so hoch, ja? Oder wie siehst du denn heute wieder aus? Und das machen sie vor allem, um sich selbst besser zu fühlen. Denn wenn man die andere Person klein hält, fühlt man sich selbst natürlich besser. Aber das nicht dauerhaft, sondern nur in diesem Moment. Und glauben wir, es wird einem helfen. Das ist sehr toxisch und auch das beruht auf einer geringen Selbstliebe. Eine weitere Ausprägung, wenn geringe Selbstliebe besteht, ist, dass man sich nicht traut, sich verletzlich zu zeigen. Und in einer Liebesbeziehung, die wirklich über Jahre, Jahrzehnte und erfüllend sein darf, ist es so wichtig, sich verletzlich zu zeigen und wirklich, ja, sich mit seinen Schatten, mit seinen Ängsten zu zeigen, mit seinen Gedanken, die manchmal total skurril und peinlich sind. Aber es geht wirklich darum zu zeigen, hey, das bin ich, ja, und ich habe hier meine Ticks, ich habe hier meine Ängste und Sorgen. Und dann zu sehen, mein Partner akzeptiert mich trotzdem. Aber wenn wir eine geringe Selbstliebe haben, haben wir eben Angst, das zu zeigen und tun dann eine Maske auf. Die Maske, die heißt, ich bin die Starke, ich bin die, ich kriege das schon hin, ja, ich habe keine Schwächen. Und dann treffen wir uns nicht auf authentische Art und Weise. Das sind jetzt nur 4 Beispiele, wie eine geringe Selbstliebe sich zeigen kann in einer Beziehung. Aber es fällt alles unter dem Grund oder dem Deckel, eine geringe Selbstliebe schadet einer Beziehung. Und gerade dieser Grund führt dazu, dass wir uns emotional voneinander trennen. Deswegen ist es so wichtig, hier an dieser Stelle an dir zu arbeiten. Geh mit dir in Kontakt. Ja, es gibt einige Coaches, und da muss ich sagen, da gehe ich auch mit. Nimm dir mindestens eine Stunde Zeit für dich selber. Ich kenne das gerade selber, wenn man zum Beispiel Kinder hat, ist das nicht möglich. Aber wenn es zum Beispiel 10 Minuten sind, dass du dir einfach mal Zeit für dich selber nimmst, mit dir eincheckst, deine Emotionen prüfst, deine Gedanken prüfst. Vielleicht machst du ein Journaling, ja, wie es dir gerade geht. Es gibt so viele Wege. Und da ist es wirklich wichtig, Zeit mit sich selbst zu verbringen, dass du dich kennenlernst und dann auch Mitgefühl und Liebe für dich entwickelst. Und das passiert von ganz alleine, wenn du bereit bist, auf dich zu schauen, statt auf die Außenwelt. Und an dieser Stelle möchte ich dir auch was ganz Wichtiges mit auf den Weg gehen. Denn bevor wir weitermachen mit Grund Nummer 3 und 4, die häufigsten Trennungsgründe, möchte ich dir meinen Kurs vorstellen. Beziehungsweise ist es eigentlich eine Anzahl von Kursen, die dir helfen, erstmal die Selbstliebe in dir zu entwickeln, aber auch unbewusste Beziehungsmuster. Ja, warum ziehst du diesen Menschen an? Ja, Trennungsschmerz zu überwinden, Ängste, Eifersucht, all das zu überwinden. Es gibt Wege daraus und ich nutze unter anderem die Technik der Hypnose und kann dir sagen, es wird dir eine sehr große Unterstützung sein. Hier gibt es den Link zu meinem umfassenden Online-Kurs, wo du wirklich lernst, dich von Schmerz zu befreien, aus Kindheit, aus Jugend, das nicht mehr auf deine aktuelle Partnerschaft zu projizieren, um eben auch so andere Beziehungen in dein Leben zu ziehen, die erfüllend sind. Ja, das kann mit deinem jetzigen Partner sein, das kann aber auch mit deinem Ex-Partner sein und natürlich auch mit dem zukünftigen Glücklichen bzw. Glücklichen.
Kommen wir zum dritten Grund, warum Beziehungen scheitern. Und dieser wird sehr, sehr gerne unterschätzt. Und zwar geht es darum, dass viele nicht die Verantwortung für ihre Manifestation übernehmen. Was meine ich denn damit? Am Ende geht es darum, dass du in diesem Moment 50%, vor allem wenn du in Interaktion mit Menschen bist, zu 50% diese Situation mit co-kreierst. Allerdings, was viele Menschen tun, ist, etwas passiert nicht, wie sie es genau wollen. Ja? Wie zum Beispiel, der Partner räumt nie die Spülmaschine aus. Und dann fangen wir plötzlich an und sagen, du bist schuld, dass ich nie Zeit für mich habe, weil du den Haushalt nicht machst. Ja? Du bist schuld, dass ich mich jetzt schlecht fühle. Du bist schuld, dass, keine Ahnung, unser Kind jetzt schreiend oben im Bett liegt. Also diese Schuld auf die Person, auf die Partner. Aber nochmal, du kreierst diese Situation mit. Und wenn du lernst, Verantwortung für deine Co-Kreation, deine Manifestation zu übernehmen, erkennst du, dass du diese Dynamik insofern mitkreiert hast, dass es hier nicht nur darum geht, dass dein Partner, ich sag mal, schuldig ist und was getan hat, was nicht gut geht, sondern du kannst dich fragen, wofür passiert es jetzt? Warum? Wofür ziehe ich diese Situation jetzt in mein Leben? Denn wir möchten, oder die Wahrheit liegt gar nicht in dem Offensichtlichen. Ja? Also was jetzt zum Beispiel auf menschlicher Ebene hier gerade passiert. Ja? Was hat er gesagt? Was hat er getan? Was war falsch daran? Sondern die Wahrheit ist häufig auf der unoffensichtlichen Ebene. Was meine ich damit? Es gibt eine viel, viel höhere Ebene, die heißt, ich tue das, weil ich mich nicht gesehen fühle. Ich tue das, weil ich eine bestimmte Erfahrung machen möchte, die mich lehrt zu vergeben, die mich lehrt, mich selbst zu lieben, die mich lehrt, meine Grenzen zu setzen, etc., etc., etc. Also der unoffensichtliche Grund ist, und vielleicht hilft es dir, das so zu sehen, ist, was möchte deine Seele? Ja, vielleicht kommt dir dieser Begriff gerade ein bisschen esoterisch vor, aber am Ende, du hast eine Seele in dir. Du hast, manche sagen, auch ein Bewusstsein. Ein Bewusstsein, der deine Gedanken, deine Persönlichkeit beobachten kann. Und dieses Bewusstsein, diese Seele, die wir alle in uns tragen, die ist nicht hier, um sich wegen der Spülmaschine zu streiten. Ja, die ist am Ende hier, um, wie gesagt, lernen zu vergeben, lernen, seine Grenzen zu setzen, lernen, sich selbst zu lieben, etc., etc. Und wenn du statt die Verantwortung für deine Co-Kreation, ne, deine Seele möchte ja dieses Ding jetzt hier erfahren, ja, diesen Streit, all das, damit es daraus Dinge mitnehmen kann, wie zum Beispiel eine Emotion. Ja. Du fühlst in dem Moment ja Zorn in dir. Ja. Oh Gott, mein Partner hat das gemacht, das hat meine Grenzen überschritten. Ja. Du fühlst diesen Zorn in dir. Und es geht jetzt darum, dass du lernst, dass dieser Zorn häufig nichts mit der aktuellen Situation zu tun hat, sondern mit das, was du in der Kindheit und Jugend schon erfahren hast. Denn alles, was wir in der Kindheit und Jugend an Gefühlen unterdrückt haben, wie zum Beispiel, oh, ich wurde nicht gesehen und meine Grenzen wurden überschritten als Kind, heißt nicht, dass es deswegen weg ist, weil du es unterdrückt hast, sondern im Gegenteil, es ist gespeichert, es ist in deinem Körper gespeichert. Und mit den Jahrzehnten kommt es langsam wieder hoch. Und das, indem du unbewusst diese Situationen in dein Leben ziehst, die diesen Zorn nach, ich werde nicht gesehen, meine Grenzen werden überschritten, in dein Leben manifestierst. Ja, alles ist am Ende Energie. Das heißt, du bist mit allem und jedem verbunden und du ziehst die Dinge in dein Leben. Wow, ich merke gerade, es ist recht viel. Ich hoffe, das ist alles verständlich. Melde dich dazu, wenn dazu Fragen sind. Aber mein wichtiger Punkt ist, anstatt zu sagen, hey Partner, du bist schuld, du hast was falsch gemacht, also den Finger auf sich zu zeigen. Ja, man sagt ja auch, ein Finger zeigt zum Partner, aber vier zeigen auf dich. Frage dich lieber, wofür habe ich diese Situation in mein Leben gezogen? Ah, weil in mir das Gefühl ist von, ich werde nicht gesehen. Weil in mir das Gefühl ist, ich achte nicht auf mich, ja. Ich sollte Zeit für mich nehmen. Ich darf egoistischer zu mir sein. Darum geht es am Ende. Frage dich, wofür passiert das, anstatt immer deinen Partner schuldig zu sprechen und auf ihn zu zeigen.
Geh aus den Geschichten, geh aus dem Garten deines Partners, komm in deinen und frage dich, warum bringt es dich so auf die Palme, dass er nicht die Geschirrspülmaschine ausgeräumt hat. Wenn du das machst, wird dein Energiefeld sich ändern, dein System, dein Familiensystem wird sich ändern. Denn du und dein Partner, ihr seid in einem System und er wird merken, wenn du an dir, deinen Emotionen arbeitest, deine Bedürfnisse dafür einstehst, wenn du auf höherer Ebene an das Thema rangehst, du wirst merken, die Dynamiken werden sich ändern und dann, ohne dass du was sagen musst, wird dein Partner ab sofort die Geschirrspülmaschine ausräumen. Das sind die wundervollen Effekte, wenn wir lernen, auf Energieebene, auf emotionaler Ebene zu arbeiten, anstatt mit Worten versuchen, den Partner zu überreden. Bullshit bringt nichts. Ja? Es ist ein sehr komplizierter Umweg. Der schnellste Weg ist, wenn du an deinen Energien, an deinen Emotionen arbeitest, da im Reinen findest, dich selber siehst, selber für deine Bedürfnisse einstehst und plötzlich, Spiegelgesetz, wirst du merken, die Menschen werden dich sehen, die Menschen werden auf deine Bedürfnisse achten, weil du es tust, weil du es für dich selber tust. Das klingt jetzt nach sehr viel. Und am Anfang brauchst du da wahrscheinlich auch Unterstützung, weil wir Dinge häufig für uns selber nicht sehen. Ja, also auch da, ich kann dir nur meinen Kurs wieder empfehlen. Ich begleite dich da in diesem Kurs und du wirst da nicht alleine durchgehen. Suche dir einen Coach, suche dir einen Therapeuten, den du vertraust, den du magst und dann lass dich dadurch begleiten. Sehe deine Schatten, sehe deine unerfüllten Bedürfnisse, sehe deinen Schmerz, der noch in dir ist, der die Dinge manifestiert in dein Leben. Löse sie und das Außen wird sich ganz von alleine neu und viel schöner entfalten. Und schließlich der vierte und damit letzte Grund ist, dass Paare zu wenig 1:1 Zeit miteinander verbringen. Wir brauchen regelmäßige Treffpunkte, wo wir Dinge erleben gemeinsam, wo wir uns kennenlernen dürfen, wo wir Erfahrung sammeln dürfen. Es braucht Jahre, bis man einen Menschen kennenlernt, komplett kennenlernt. Ja? Vielleicht kannst du dich selber kaum kennen, ja? Weil du merkst, oh, ich bin so facettenreich. Ja? Die gleiche Facettenvielfalt hat dein aktueller Partner. Und es ist so wichtig, Zeit miteinander zu verbringen, um auch zu erkennen, was sind seine Wünsche, was sind seine Talente, was sind seine Ängste, was sind seine Triggerpunkte? Ja, warum reagiert er denn so allergisch auf das, was ich jetzt sage? Ja, es braucht die Erfahrung und vor allem, es braucht auch die Erfahrung mit schönen Momenten. Denn wir verlieren uns sehr gerne im, was läuft alles nicht. Und durch die Erfahrungen, ja, sei es, ihr geht zusammen in den Zoo oder ihr macht ein schönes Picknick oder geht zusammen essen, habt tolle Gespräche, lacht zusammen, geht in einen Comedy-Abend oder verbringt einfach mal Zeit und stellt euch tiefe Fragen. Ja, es gibt im Internet unzählig viele Inspirationen, um sich zum Beispiel auch tiefe Fragen zu stellen, um den Partner kennenzulernen. All das ist qualitative Zeit, die es braucht, um nicht zu vergessen, was du eigentlich gerade an deinem Partner hast. Denn Liebesbeziehungen sind kein Zuckerschlecken. Liebesbeziehung ist Arbeit. Es ist deshalb Arbeit, weil dein Liebespartner deine größten Ängste und Schatten hervorholt. Er ist so nah an dir ran, dass du alles siehst. Du siehst deine Angst, du siehst deine Wut, du siehst deine Trauer. Achte da nochmal auf den dritten Grund, ja, warum Beziehungen scheitern. Ja, du manifestierst mit und dein aktueller Partner spiegelt dir das, zeigt dir das vor die Nase und du kannst nicht anders als hingucken. Und dann sind wir oft geneigt dazu, zu sagen, okay, das wird mir alles zu viel. Und dann kommt der Gedanke und der sagt, oh ja, es macht ja jetzt Gründe. Ich hab jetzt genug Gründe, um mit Schluss zu machen. Ich hau lieber ab. Ja, und wir machen viel zu früh Schluss. Dabei ist da so ein Potenzial, auf Seelenebene zu wachsen, ja, seine Themen abzulegen, abzufühlen, weil der Partner es mich darauf hingewiesen hat, aber auch, weil so viel Potenzial noch da steckt. Und denke und erinnere dich an die schönen Momente. Deswegen verbringt schöne Zeit miteinander. Nehmt euch dafür wirklich den Kalender zur Hand und sucht euch ein oder zwei oder wenn dreht drei, keine Ahnung, Termine in der Woche, dass ihr Zeit miteinander verbringt für schöne Dinge. Nicht für den Hausputz oder was, sondern wirklich, um eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Und wenn du jetzt diese vier Stolpersteine beachtest, du wirst merken, deine Beziehung
werden sich um einiges verbessern. Und du siehst dich nicht nur als Opfer, von wegen, oh, ich bin der Opfer der Umstände und mein Partner ist eigentlich ein ganz schöner Vollidiot, sondern denkst dir, geil, ich kann hier was draus mitnehmen, ich lerne daraus, ich wachse daraus, ich werde selbstbewusster, ich fühle mehr Selbstliebe in mir, weil ich mir meinen Themen angehe und dein Partner wird es spiegeln. Deine Beziehung kann auf Augenhöhe geführt werden, kann eine Erfüllung schaffen, ein Fundament, wo Familien drauf gegründet werden können, wo ihr vielleicht ein Projekt zusammen startet, wo du eine bessere Version von dir wirst. Aber dafür musst du die Verantwortung für dich selbst nehmen. Du musst Zeit nehmen für deinen Partner. Du musst Zeit nehmen für dich selbst. Und du darfst lernen, Auseinandersetzungen zu führen. Ja, wirklich deine Emotionen zu managen, alleine, statt sie bei deinem Partner rauszulassen. An dieser Stelle vergiss nicht, hier oben auf die Infobox zu klicken und dir meinen Kurs anzuschauen. Ich bin mir sicher, da ist was für dich dabei. Dieser Kurs wird dir tiefere Einblicke geben in die Herausforderung, in die aktuelle Situation, aber vor allem in die Lösung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch gerne dein Like, abonniere diesen Kanal, damit du das nächste Video und die nächsten Hypnosen nicht verpasst oder teile dieses Video mit einem Freund, Freundin, wo du merkst, okay, dieses Video könnte als Unterstützung dienen. Und dann danke ich dir fürs Zuschauen, danke ich für deine Energie und wir sehen uns zum nächsten Mal.